an. So ein Kack. Ja, Leute, vielen Dank für ein Jahr. Der Kanal ist heute ein Jahr geworden. Ihr wisst, oder die Leute, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich den Kanal einen Tag vor meinem Geburtstag gemacht habe und morgen habe ich Geburtstag. Deshalb, heute ist der Kanal ein Jahr alt. Aber was ist überhaupt in diesem Jahr passiert? Darum geht es in diesem Video. In diesem Video werden wir das ganze Jahr zusammenfassen und vor allen Dingen auch ein Best-of machen, also die schönsten Momente zusammenfassen. Viel Spaß! Damals angefangen hat alles mit dem Sago 43 Compact Review und dann habe ich mich von dem ersten Video bis zum jetzigen Video heranarbeitet. Man muss natürlich sagen, hat viel Zeit in Anspruch genommen, hat auch wirklich sehr viel Frustration, aber auch sehr viel Motivation gebracht. Und ich hoffe, ihr könnt auch wirklich aus dem jetzigen Stand von jetzt und von damals einen Unterschied herausfinden von der Professionalität. Für mich selber war es natürlich schon ein großer Schritt, in das YouTube-Bereich reinzugehen und vor allen Dingen auch ein großer Schritt, regelmäßig Videos zu machen. Ich hatte mir echt zwischenzeitlich mal überlegt, ob man aufhören sollte, weil es halt einfach sehr viel Arbeit ist und das unterschätzen auch sehr, sehr viele. Ein Video dauert sehr lange Zeit, vor allem ein Review, das zu schneiden und auch generell hochzuladen und auch das zu drehen. Das dauert mehrere Stunden. Ich habe auch manchmal bis zu 6 Stunden. Da ist der Tag fast um. Und ich hatte auch zwischenzeitlich mal die Gedanken aufzuhören. Letztendlich bin ich aber dabei geblieben, denn ich mache mir Freude, euch Videos zu bringen. Das macht mir einfach Spaß. Und ich hoffe, euch auch. Meine Videos versuche ich stets zu verbessern, indem ich sie kürzer mache und auch vor allen Dingen in der kurzen Zeit wirklich genügend erkläre und auch die ganz vielen Sachen, die da vorkommen im Video, in ganz kurzer Zeit wiederzugeben. Denn sonst würde euch das Video total lang vorkommen und vor allen Dingen auch die Videos würden übelst lang werden. Die Videos sind natürlich komplett unterschiedlich im Segment, wie sie halt ankommen. Da gibt es zum Beispiel das ganz oberste Video, ist immer noch mein Review von Sago 43 Compact. Es hat bis jetzt schon 5000 Aufrufe, allerdings hinter den Sago 43 Rasenmäher-Infektionsvideo kommt es nicht hin in der Like-Zahl. Da ist das Infektionsvideo in der Like-Zahl immer noch besser, aber in der Aufrufe ist das Sago besser. Und hinterher kommen dann halt die anderen Videos noch, aber es gibt auch echt sehr viele Beliebte. Und es gibt auch wirklich Leute, die wirklich meine Videos zu schätzen wissen. Da freue ich mich natürlich auch drüber, denn das ist natürlich auch der Sinn der Sache. Aber glaubt mir, nicht alle Videos sind richtig geil gelaufen. Es gab viele Projekte, wo ich total unzufrieden war. Es gab viele Projekte, die ich wirklich total kacke fand, unmotivierend. Es gab auch viele Projekte, die ich richtig geil fand. Und vor allen Dingen, es gab auch sehr viele Fails. Leute, ne? Ich glaube nicht ernsthaft, was passiert ist. Da stand eine Kiste drauf, ist raufgefallen, voll ist alles in die Farbe rein. Guckt euch das an! Alles voller Farbe! So eine Scheiße! So, und solange es nicht auseinanderbricht, ne? So, jetzt wollen wir noch anfangen, mal eben mit der Reparatur wieder. So, jetzt fangen wir wieder an mit der. Ey, wo ist das denn? Kein Zentimeter gestochen! Ich muss mir überhelfen, ne? Stehst du da einfach hinter der Kamera? Lass dich einfach verbindet quasi den Rahmen von der. Den Rahmen von der Schaltung mit den. Mit der. Scheint auch wieder richtig. Und dafür brauchen wir unsere Schiebaugenlehre. Vor allem Schiebaugenlehre. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr das komplett reindreht. Also komplett das ganze Gewinde komplett. Scheiße, Alter. Was ist das denn für ein Scheiß hier?
Geile Schweizer, ey. Hast du toll gemacht. Zum Beispiel als Tipp, dass ihr das erstmal hier. Super. Wir können eigentlich nur bleiben. Vielen Dank, die meinen Kanal unterstützen. Vielen Dank für die ganz vielen Abos. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Und für alles, vielen Dank. Das erste Jahr haben wir geschafft. Und die nächsten Jahre hoffentlich auch noch. In diesem Sinne kann ich euch nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns noch in vielen meiner anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.